Hey Leute und willkommen zurück bei Dead Island. Nach dem kleinen Abstecher ins düstere Hotel hatte ich gehofft, ich komme jetzt endlich mal wieder ein bisschen auf der Insel rum und bekomme mal wieder ein paar Aufträge im Freien, wo es nicht ganz so hässlich, dunkel und verwinkelt ist. Das ist tatsächlich passiert. Cinemoy hat mir gesagt, irgendwo soll ein Helikopter abgestürzt sein und den soll ich doch mal bitte untersuchen, also schauen, ob da jemand überlebt hat und schauen, ob die vielleicht irgendwelche Supplies haben, die man noch gebrauchen kann. Ich bin dann mal gefast-traveled zum Leuchtturm, habe das Reparieren und Verkaufen etc. alles erledigt, ohne das aufzunehmen. Ich denke, wahnsinnig interessant ist das sowieso nicht. Und bin jetzt, ja, fertig gerüstet, um mich auf den Weg zu machen, den Helikopter zu finden. Da liegen über Leute rum bei meinem Helpsign. Hier bin ich doch alles schon mal abgemurkst. Der Helikopter muss hier irgendwo am Strand gelandet sein. Gelandet, sag ich schon. Naja, man kann es vielleicht Landen nennen, aber es war wohl eine Bruchlandung. Er ist wohl abgestürzt. Ich sehe und höre keine Zombies, das macht mir ein wenig Sorgen. Normalerweise sind die immer sofort da, wenn man irgendwo durch die Walachei eiert. Was ist das denn? Ein Bunker. Hallo? Ist hier jemand? Nein, sieht nicht so aus. Das ist bestimmt später auch wieder für so eine Quest, so wie die komischen anderen Bunker da in der Stadt. Na, jetzt leckt's hier ein bisschen. Hält die Waffe so schräg, das heißt, es kommt ein Zombie und ich sehe ihn sogar kommen. Na komm doch. Matsch. Boah, die Machete ist cool. Ich habe den Arm abgeschlagen. Ich höre einen Zack. Bam. One-Hit und zwar schön den Kopf abgesäbelt. Da oben ist einer. Hier sind auch noch welche. Ich hau erstmal die hier um. Die Machete hat leider nicht so viel Reichweite, aber wenn man mal trifft, ist das auch ziemlich arg. Okay. Das macht definitiv Spaß, okay. So, wo ist er denn? Ist der etwa weggehumpelt? Hast du Angst vor mir? Ich kann es ja irgendwo verstehen, aber ich musste jetzt trotzdem leider die Rübe einschlagen. Oh, jetzt ist er wieder benommen. Bam, bam. Da macht's einmal die Zeitlupe an. Ja. Tja, hast nicht genug Reichweite, wa? Du bist süß. Erst läuft er weg, jetzt trifft er kein bisschen. Bam. Ja. Ja. Die großen Zombies, die tun mir immer nicht viel, aber die kleinen, die kommen... Ouch. Okay, es war ein Bein, es war eine Hand, es war der Kopf und es war ein Arm. Oh, das sieht ganz finster aus. Ganz, ganz finster. Lebensenergie. Wenn ich mich richtig erinnere, sind hier in der Mitte... Bei diesen Bars doch auch immer so Kisten und so Käse. Okay, Food. Das brauche ich nicht wirklich, aber... Oh, Wasser. Teures, teures Wasser. Kleber brauche ich nicht. Ach. Aber hier ist keine so eine coole Kiste. Ich habe gelesen, in den Kisten, also diese Metallkisten, da ist immer besserer Stuff drin. Also als in anderen normalen Sachen. Mir fällt gerade auf, dass ich hier hinten dann noch irgendwo so eine Nebenquest hatte, oder nicht? Da gucke ich mal gerade nach. Eine Sekunde. Family Matters. Diamond Bungalows. Was ist da oben? Wenn ich jetzt... Ist das die Main Quest? Ich mache vielleicht lieber erstmal die Side Quest. Wenn ich schon hier bin, kann ich die gleich mitmachen und Side Quests geben immer guten Kram. Das lohnt sich bestimmt. Ja, was macht ihr denn da? Slash. Slash.
Es ist so runtergerutscht. Und da liegt was, was ich nicht nehmen kann. Ach, verdammt. Mein Loot ist mir davon gerutscht. Diese Machete ist so overpowered. Wenn ich die jetzt noch irgendwie pimpen könnte mit dieser Torch-Mod oder so, aber das funktioniert ja irgendwie nicht. Da möchte er ja gerne eine Blunt-Weapon für haben. Traurig, traurig. Ja, man muss natürlich auch treffen, sonst wird das nichts. Aber wenn man denn mal trifft. Und immer schön nach hinten absichern, falls da wieder so ein komischer kleiner Zombie angelaufen kommt, den man nicht gehört hat. Da zum Beispiel. Ich habe es gewusst. Er hat eine Waffe. Aber er hat nur noch einen Arm. Da bringt ihm seine Waffe auch nicht mehr viel. Was hat er denn dabei? Fimsy Homemade Knife. Habe ich das jetzt hier? Das ist das Gerät? Dürfte. Ich nehme das gar nicht mit, um es zu behalten. Ich möchte das einfach nur einem Zombie in die Fresse werfen. So ungefähr. Und zack. Ach, ist das schön. Endlich wieder im Freien, endlich wieder Zombies. Mit Zeugs bewerfen. Gut, das hätte ich im Hotel auch schon machen können. Was ist denn hier los? Kisten zum Aufnehmen. Heißt das gleich wieder, ich muss irgendwo Kisten stapeln oder was? Och nö, oder? Kann ich nicht? Nee, da komme ich wahrscheinlich nicht drüber. Hä? Das kann doch alles nicht so schwer sein. Da sollen Kisten hin. Naja, meinetwegen. Da könnte man jetzt auch so drüber klettern. So. Ein Schrank. In der Barrikade ist Lemon Juice drin. Yay. Und hier soll jetzt irgendwo der Mensch sein. Wenn da natürlich eine Barrikade ist, dann lebt der ja vielleicht noch. Da lebt auf jeden Fall eine noch. Ach so. Crazy Teddy Lady Revival oder was wird das hier? Ich mache mal das Licht an, sonst sehe ich nichts. Diamonds für Champagner, na klar, okay. Habe ich vielleicht sogar Champagner? Ich habe Champagner. Kann ich das mehrmals machen? Das ist ja crazy. Ich kann ihr Champagner bringen und kriege dafür einen Diamanten. Guten Tag. Bla bla. Ja, was wäre denn? Was denn? Jennifer's Sister. Dafür kriege ich eine Heavy-Mod. Ich weiß nicht, was ein Heavy sein soll. Aber das lässt sich bestimmt erledigen. Aber ich sollte doch auch noch hier Drugs. Ich habe Drugs gefunden. Na toll. Und Wasser. Und da liegt irgendwas unterm Tisch. Eine Plank. Nee, die brauche ich nicht. Mehr Wasser. Na, aber hier sollte hier nicht eigentlich noch irgendwie so ein Typ sein. Wenn ich mich richtig erinnere. Weswegen ich ja eigentlich hier bin. Ach, guck mal. Da ist er sogar. Guten Tag. Ich kann nicht glauben, dass diese Bitch jemanden zu finden hat. Die ganze Welt geht in die Hölle und die letzte Person, die ich mit mir will, ist diese goddamn Frau von mir. Take the money and whatever else you want. It's no use to me anymore. And tell her I'm dead. Okay. Die haben doch hier alle irgendwie total in einer Waffe. Na gut. Von mir aus. Was hat der denn hier? Alter, du bist ein crazy Typ. Mann, Mann, Mann. Oh, Medikits. Medikits sind praktisch. Und eine Kiste mit Knuckles will ich nicht. Die kann ich ja nicht mal werfen. Was soll ich mit Knuckles? So, und jetzt gab es hier irgendwo diesen... Die Schwester...
Gott, das ist ja weit weg. Nee, da will ich nicht hin. Dann mache ich jetzt erstmal das mit dem Helikopter. So, dann gibt es erstmal weiter Main Quest. Aber ich werde mir später auf jeden Fall diese Mod noch holen, also diese Sidequest mit der Schwester machen. Denn eine Heavy Mod. Das klingt ja erstmal ganz, ganz nützlich. Die Animationen sehen vom Schatten her schon sehr interessant aus. Guten Tag. Du kriegst doch erstmal jetzt. Gucken, wie viel Schaden die Machete an so einem Typen macht. Autsch. Das ist ja nicht schlecht. Okay. Die Machete hat natürlich weniger Reichweite als der Baseballschläger. Das macht sie etwas. Ich will nicht unbedingt sagen schlechter, aber es ist nicht ganz so einfach, damit so einen Typen zu murksen. Pieks. 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 Oh oh. Jetzt sollte ich aufpassen. Nochmal Pieks. Hehe. Aber ich habe hoffenweise HP verloren. Da hinten kommt einer. Das ist nicht so schön. Ich hätte jetzt gerne irgendwie so ein paar Softdrinks hier. So ein paar HP-Drinks. Vielleicht finde ich ja da hinten an der Bar nochmal wieder welche. Bevor ich zum Heli... Oh oh. Bevor ich zum Helikopter hingehe und es da vielleicht auch böse große Zombies gibt. Nein! Denn immerhin ist das ja die Main Quest. Verdammt! Er hat mein Messer mitgenommen. Vielleicht nicht beabsichtigt, aber er hat es mitgenommen. Die Sau. So, einmal hier bitte. Alkohol will ich nicht. Ich möchte gerne Alkohol. Ah, Energy Drink. Sehr gut. Mehr Energy Drinks. Immer her mit dem Kram. Ich hatte gerade hier einen Zombie gesehen. Ich sehe schon Sachen. Das Hotel hat mir nicht gut getan. Gar nicht gut. Was ist denn das, was mir da die ganze Zeit auf der Karte angezeigt wird, was ich einsammeln kann? Wasser. Warum wird mir der Alkohol denn angezeigt? Ach, der Alkohol wird mir wahrscheinlich angezeigt, weil ich den in einer dieser komischen Quest verarbeiten kann, verbauen kann. Aha. Oh. Oh ja, die ganzen anderen Leute, die mir nicht geholfen haben bisher, aber in den Zwischensequenzen manchmal auftauchen. Oh. Na? Warum töten wir die nicht? Na? Boom. Was war's zur Hölle? Das sieht widerlich aus. Der sieht sau widerlich aus. Ah! Okay. Der war nicht nur widerlich, der war auch tödlich. Warum? Wie und überhaupt? Ach man. $200 für nicht. Was ist mit dem passiert? Alte Scheiße. Ist der... Aha! Ist der explodiert? Oder so? Vielleicht. Also da hat es ja vorhin auch so eine komische Explosion gegeben in der Zwischensequenz. Und gerade hat mich das einfach gemurkst. Und der sieht auch so aus, als wäre er nicht so wahnsinnig gesund. Vielleicht sollte ich es in dem Video nachher, wenn ich das hier fertig gerendert habe, mir nochmal angucken. Oh, hier ist ja was los. Ich habe eine tolle Idee. Stehen die hier denn wieder auf? Nö, tun sie gar nicht. Ich dachte, die stehen wieder auf, weil dann ist das ja... Kein Problem. Ich wollte jetzt gerade alle mit der Bombe wegsprengen. Ein Paddel. Nein, ich brauche kein Paddel. Oh, hallo. Hey. Guten Tag.
as you can see, this piece of shit helicopter that was supposed to get me off this fucking island crashed. Figures, it wasn't Russian. We need to get out of here, my friends. Soon this place will be swarming with those things. Ja, und töten mich. I saw a bunker by the beach. Once inside, it would be a great place for us to hide. Ah, der Bunker. Ja, genau, den habe ich auch gesehen. Nicht das. Da waren vorhin gar keine bösen Zombies und so. Wo willst du hin? Und warum läufst du so komisch? Wer hat die Animationen gebaut? Hallo, ist alles klar? Oh. Na. Rums. Das war's. Down. Bitches. du siehst aus, als hättest du dir irgendwie in die Hose gemacht oder so. Bist du sicher, dass alles klar ist mit dir? Oh Mann, was ein Typ. Kommst du? Oh. Ja, ja. Pieks, pieks. Matsch. Wow. Was zum hat er denn gerade gemacht? Bam. Oh, komische Knuckles. Du kannst da schön liegen bleiben. Du könntest mir deinen Cowboy-Hut geben. Der würde mir bestimmt total gut stehen. So, das Messer wieder, damit ich wieder was zum Werfen habe. Kann ich die? Die will ich eigentlich gar nicht. Oh. Und wo ist meine Machete hin? Moment. Ich brauche meine Machete wieder. So. Ja, also ich finde das geil. Zombies. Apokalypse, das ist immer lustig. Warum geht für ihn jetzt die Tür auf? Hat das irgendwie so einen Bewegungssensor, das nur ihn erkennt oder so? Na, von mir aus. Oh, noch eine Machete. Sehr gut, sehr gut. Was, wo, wann, wie? Wo bin ich jetzt? Karte bitte? Ich weiß nicht genau, wo ich bin. Aber... Oh! Ein Repair-Ding. Das kann ich doch sehr gut gebrauchen. Das möchte ich alles behalten. Die Machete behalte ich, glaube ich, auch, die neue. Das kann nämlich nicht schaden. So. Wo bin ich denn jetzt hier? Kann es sein, dass ich hier... Ich glaube, hier geht's weiter. Hier möchte ich noch gar nicht hin, wahrscheinlich. Ich wollte nämlich erstmal das... Uah! Das ist wieder... Das steht schon zu, ist leider dran. Die explodieren. Ich habe es... mir gedacht. Wie kriege ich den jetzt tot? Boom! Hey, das funktioniert ja. Und ich habe meine Waffe sogar direkt wieder gekriegt. Brown Skull. Was auch immer das sein soll. Ein Slicer. Und Wasser. Wasser für diese Wasserfrau. So, aber eigentlich... Da wollte ich erstmal wieder hin. Warum kann ich hier nach unten und hier auch nach unten? Warum geht's überall nach unten? Oh. So. Och, nein, das wollte ich gar nicht. So. Kann ich... Ah, genau. Quests. My satellite phone was also unfortunately destroyed. Das ist aber traurig. I need you to go into the city. Find my restaurant, Café Kiev, and tell Sergei there to give you a satellite phone. In die Stadt. We will be off this piece of shit island in no time. Ob das eine tolle Idee ist, in die Stadt zu gehen?
Very hard, ja. Schön. Ich nehme trotzdem erstmal an, von mir aus. Gib ihm diesen Ring. He'll know you came from me. Now go. Na klar, machen wir. Später mal. Wine Ranch. Und Fast Travel. Resortbunker 2. Die Frage ist, ob ich jetzt unterwegs noch irgendwo da oben ist. Was ist das denn? Portal. Kenne ich nicht. Das war wahrscheinlich, wo der Helikopter war. Okay. Wie mache ich das jetzt am schlausten? Ich habe ja Quests, die ich da abgeben kann. Ich habe eine Quest, die ich da abgeben kann. Und theoretisch kann ich noch hier runtergehen. Sonst ist hier wahrscheinlich nichts mehr. Hier geht es aber noch nach oben. Eine Leiter. Oh. Stuff. Mehr Kisten, wo Kram drin sein könnte. Ich würde das gerne aufnehmen. Dankeschön. Lockpicking 3, okay. Ich sollte, das wollte ich eigentlich auch länger schon mal skillen. Das sollte ich vielleicht langsam mal machen. Bei den nächsten Levelaufstiegen. Aber erstmal geht's dann mal zurück. Ich gehe, glaube ich, erstmal zum Leuchtturm. Da sollte ich dem einen Menschen irgendwie Food bringen oder sowas. So. Wo ist er? Bist du das? Du warst das. Ja, kein Problem. Hier noch mehr und mehr und mehr. Gibt alles Geld. Geld und Stuff. Erfahrung meinte ich eigentlich. Wo waren jetzt hier wieder diese Karte? Da ist die Karte. Und Fast Travel zurück zum Lifeguard Tower. Beim Lifeguard Tower gibt es doch dann wieder Quests zum Abgeben. Einmal für die... Hoppala, das ist auch hier drin. Fällt mir gerade so ein. Einmal für die komische Frau, dass ich hier einen Mann gefunden habe, der angeblich tot ist. Weil er lieber mit irgendwelchen komischen Bitches in seinem Strandhaus rumhockt. Und, was möchtest du denn? Oh. Ach, das war der Typ. Und ich krieg noch eine Machete dafür, das ist natürlich cool. Ich dachte, die Quest wäre von der Frau gewesen. Na gut. So, Level Up. Ich wollte... Skill ich jetzt Lockpicking oder mehr Stamina? Eigentlich ist beides cooler. Mit Lockpicks kriege ich mehr Loot. Einen tolleren Loot. Stamina hilft mir natürlich beim Kämpfen und beim Rennen und Kram. Gute Frage. Andererseits Loot, den kriege ich früher oder später sowieso und kann mir den auch kaufen. Die Stamina nicht. Ich nehme jetzt Stamina. Und dann komme ich langsam zu diesem mehr Boomerang-Zeug, also eine erhöhte Chance, dass ich meine Waffen wieder kriege. Und dann kann ich auch endlich mal wieder mehr mit Waffen werfen. Zumindest war das der Plan. Hey, hier gibt es noch Painkiller und so Kram. Hier ist doch die Infirmary-Dings. Oh, hallo. So, aber nun wieder zu Cinemoy. Hauptquest abgeben, Erfahrungspunkte einsammeln und... wenn ich irgendwie mal an den Sachen vorbeikommen würde. Und weiter in der Storyline. Erstmal eintrinken. Aha. Eine Schockmod. Danke für die Schockmod. Ach so. Das Ding, was ich aus dem Hotel geholt habe, wahrscheinlich. Natürlich. Wagen pimpen. A-Team-Style. Wenn er jetzt noch aussieht wie PA vom A-Team, dann lache ich mich ein bisschen tot. Na, ich würde das hier gerne, genau, weglegen. Habe ich wie viel Inventory? Ich habe noch ein bisschen Inventory frei. Ich könnte trotzdem auf dem Weg nach draußen nochmal verkaufen. Man kann nie genug Inventarplatz haben. Zumindest geht mir das in RPGs immer so, wenn ich alles mitnehme und verkaufe. Hallo Wayne.
Was ist das denn? Das sieht böse aus. Aber das ist mir viel, viel zu teuer. Auch wenn ich mir das leisten kann, ist es mir einfach zu teuer. Ich werde jetzt diesen Wrench verkaufen. Den Baseball-Bat, der ist schon ziemlich übel, wenn ich den irgendwann mal benutzen kann. Aber da finde ich vielleicht auch mal was in grün. Messer, Messer, Messer. Ich behalte mal ein paar Messer zum Werfen. Eine Machete. Den Slicer tue ich auch weg. Baseball-Bat, Wrench und den Alkohol kann ich auch verticken. Braucht auch kein Mensch. So. Und auf geht es. Jetzt habe ich natürlich einmal die Main-Quest und außerdem noch die Quest von, was ist das denn? Kenne ich nicht, aber ich sollte hier nochmal hin. Ach, die Sister ist sogar das komische Mädel mit dem Teddy, sehe ich gerade. Da komme ich doch auf dem Weg zum Workshop bestimmt vorbei. Dann gehe ich da doch nochmal hin, dann kann ich der einen Frau ihr Wasser bringen. Und die andere Frau, naja, ich will nicht sagen, gucken, ob sie gut geht, weil so richtig gut geht sie nicht, das weiß ich ja jetzt schon. Aber zumindest kann ich dann nochmal die Bestätigung einholen, dass die noch lebt, auch wenn ich eigentlich sogar schon Quests für sie erledigt habe und stuff, aber hey. Okay, das große Ding ist noch schwieriger zu fahren hier auf den Straßen. So, wo muss ich denn da hoch am schlauesten? Ich glaube hier. Und dann bin ich, ne? Ja, da bin ich doch ganz gut. So. Ich hoffe, der bleibt hier auch stehen und ich muss nachher nicht nochmal zurück zum Lighthouse gucken. Er hat es geworfen. Sah erst nur so aus, als hätte er sich umgedreht und dann hat er es geworfen. Der Spinner. Hier ist ein Zack um die Ecke. Zombies. Ganz viele. Hier war doch auch dieses, genau, das ganze Pool mit. Wo ist der Zack? Da ist der Zack. Das hier sind doch auch alles Zombies. Da kann ich doch jetzt wieder hier total awesome meinen Fury benutzen. Bäm, das gibt so viel Erfahrungspunkte durch diesen coolen Modifikator, dass sich das total lohnt, einfach nur mal kurz hier so vorbeizuschauen und die ganzen Zombies niederzumähen. Hey, guten Tag. Matsch. So gut war dein Tag wohl nicht. Aber ich wollte... Da ist noch einer. Ich wusste, dass hier noch irgendwo einer rumeiert, weil ich hier schon so oft war. Da, wo ist denn jetzt? Da vorne, das müsste das Haus sein. Bock. Oh, das ist so, war sogar ein Zombie. War im wahrsten Sinne des Wortes. Na, Dude. Bäm. Oh, du hast aber viel Geld dabei. Lass dein Geld hier. Das reicht ja fast, um eine Waffe zu pimpen. Nur von dem, was der mir gegeben hat. Das ist ja awesome. Sonst muss ich irgendwie wieder reinkommen. Und ich glaube, jedes Mal frage ich mich nochmal, wie ich da reinkomme. Ich habe schon wieder einen Zombie gehört. Aber vielleicht ist der auch hier drin. Nein, das war nichts. Das war was. Ich mach mal die Tür wieder zu. Erstmal alle Räume reingucken. Vielleicht lebt die Sister jetzt ja auch nicht mehr. Jetzt, wo ich die andere Quest habe. Oh, Duct Tape. Und Nägel. Okay, Kim lebt noch, dann wird die Schwester auch noch, die Schwester von der anderen auch noch leben. Du kriegst jetzt erstmal haufenweise Wasser. Selbstverständlich alles für $70 das Stück. Ja, mehr habe ich leider nicht. Genau. Alles klar, von mir aus. Macht ihr, was ihr wollt hier in eurer kleinen eigenen Welt.
wo Wasser $70 kostet und Daddys die Leute beschützen. Und ich gehe so lange meine Main Quest weitermachen. Oh, Seife. Wie praktisch. Hab schon wieder einen Zombie gehört. Die müssen doch. Ach, da unten sind die alle.